Was wir bisher noch nicht gesehen haben, ist, dass Valujev sich auf seinen Gegner drauflegt, ihn in Infallsituationen vielleicht auch mal ein bisschen schiebt und drückt. Sie haben das im Universum-Lager speziell trainiert, sich aus solchen Situationen zu befreien, sie gar nicht erst einzugehen, denn da verliert man sehr viel Kraft bei diesem Geschiebe und Gedrücke, wenn man gegen 41 Kilo mehr angehen muss. Mehr arbeiten kommt jetzt die Anweisung aus der Ecke von Manuel Gabrielian an seinen Schützling, an Nikolai Valujev. Jetzt hat er ihn in der Ecke, müsste vielleicht an den Seilen vielleicht mal zwei, drei Hände bringen. Nikolai Valujev, aber bisher bleibt es bei vereinzelt herausgepiekten Führern. Macht er bisher nicht schlecht, Ruslan Chagay. Arthur Abraham, der Weltmeister im Mittelgewicht. Unser nächster Boxabend am 26. Mai. Im ersten nach dem großen Pokalwochenende dann auch noch der Weltmeister. Großer Sport im ersten Programm. Noch ein bisschen mehr mit der Rechten ruhig. Du musst es versuchen, wirklich darauf konzentrieren und nicht nach oben zielen. Auch ruhig runterkommen. Du machst es schon gut. Ruhig Blut. Sonst gar nichts. Das kommt von alleine. Lass ihn nicht spazieren gehen im Ring. Du musst ihn schön unter Kontrolle halten. Und die Rechte schon einsetzen, wie ich dir gesagt habe. Verstanden? Da hat man nochmal schön gesehen, dass Ruslan Chagayev immer wieder aktiv versucht hat, seinen Kontrahenten anzugehen. Aber wie das endete, hat man eben auch in der Zeitlupe sehr schön erkennen können. Das hat den großen Mann nicht erschüttern können. Je länger der Kampf dauert, desto größer sind normalerweise, so war es bisher in der Karriere von Nikolai Valujev, seine Vorteile. Denn Sie müssen sich vorstellen, da kommen immer wieder über 40 Kilo mehr und 28 Zentimeter Größenunterschied, um diese beiden Zahlen noch einmal zu nennen, auf sie zugewalzt. Das ist auch psychologisch ein Problem im Ring für den Kontrahenten. Von Valuja, vorher zwei linke von Chagayev. Ja, natürlich, das ist, wenn man gegen einen Rechtsausleger boxt, immer ein Problem. Sehr schnell an der Leber des Gegners ist. Der Uppercut zur Leber, das könnte ein Problem werden für Nikolai Valujev. Aber im Moment hat er Ruslan Chagayev ein paar Probleme. Und er ist nicht der Mann, der aus der Rückwärtsbewegung heraus so gut boxen kann. Er muss ran an seinen Opponenten. Zum Kinn von Valujev. Trotzdem eher ein Wischer. Aber optisch in solchen Situationen leichte Vorteile und hier gut ausgependelt. Auch das wurde viel trainiert im Sparring. Thank you.
Die letzten Sekunden dieses vierten Durchgangs. Optisch sah das oft besser aus für Chagall. Klaus-Peter Kohl, er hätte so gerne einen Schwergewichtsweltmeister. Und Ruslan Chagayev soll das heute fehlen. Ja, du musst jetzt mehr machen, hörst du? Das war eine gute Linke von Ruslan Chagayev. Bisher ziemlich ausgeglichen dieser Kampf. Eine Prognose ist schwer. Zweimal nachgesetzt. Kopf ein bisschen tief dann von Ruslan Chagayev. Gegen einen Rechtsausleger kann man auch mal, ohne vorher mit links anzuboxen, unvermittelt die rechte Schlaghand bringen, allein um die Schlaghand des Gegners zu binden. Das wäre sicherlich auch ein Mittel von Nikolai Valujev, das er anwenden könnte, gelegentlich zumindest. Treffer von Chagall. Und sofort die Sprechchöre Ruslan. Volle Linke geschluckt an die Kinnspitze, aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe über die Nehmerfähigkeiten von Nikolai Valujev. Der schüttelt sich einmal aus und boxt dann weiter. Aber Treffervorteile jetzt für den Herausforderer. Gelegentlich gefordert aus der Ecke von Chagayev, die sogenannte Speziallinke, die ansatzlos aus der Schulter auf der Außenbahn kommt. Ganz klar mehr Treffer in Runde 5 für Ruslan Chagayev. Schon wieder eine Linke aus der Schulter rausgeschlagen, ganz ansatzlos, Conti. Da muss Valujev seine Rechte ein bisschen höher nehmen. Oder einfach auch mal selber fliegen lassen. Und mit Aufwärtshaken arbeiten. Wolfgang Fierek in Begleitung, viele